Ja, hallo liebe Pfeifenraucher und Tabakgenießer. Heute mal ohne Piepe in der Schnute. Der Grund ist einfach, ich brauche gleich beide Hände und bin eben erst von der Arbeit gekommen, habe mir eine Pizza in den Ofen geschoben und will fix ein kleines Video machen. Und zwar um so ein bisschen dem Sommerloch und ja, der Situation 2020 zu entkommen. Also so ein bisschen in unserer Runde, in unserer kleinen Community wieder so einen Hauch von einem Aufwind zu verpassen, habe ich mir überlegt, natürlich auch aus einem gewissen Selbstnutzen heraus, eine kleine Tabakschatzkiste auf Reisen zu schicken. Der Selbstnutzen ist ziemlich einfach. Ich habe zu viel Tabak. Oh Gott, Luxusproblem, ich weiß, aber ich will mich bartechnisch definitiv verkleinern und ich muss da mal langsam wirklich einigermaßen durch. Weil, was ich festgestellt habe, ist jetzt gerade einige sehr, sehr alte Dosen, die ich aufgerupft habe, haben nicht mehr exakt dasselbe Aroma, wie ich sie damals eingelagert habe. Ich meine, gut, das wusste ich im Vorfeld, dass es ein bisschen nachlässt, aber es ist halt nicht exakt der Geschmack, auf den ich noch Bock habe. Und ich habe einige Dosen halt, oder der Großteil der Dosen, die ich habe, die sind in so einem Zeitraum oder aus diesem Zeitraum, wo ich weiß und mir sicher sein kann, zumindest auch bei den ungeöffneten, dass sie noch in dem Geschmackszustand sind, wie ich sie mit meiner Erinnerung oder meinem damaligen Geschmack, wo ich sie gekauft habe, immer noch, sage ich mal, verharren, bevor sie dann vielleicht so ein bisschen nachlassen können, gerade was Aromaten halt betrifft. Und da dachte ich mir, nachdem ich so ein bisschen mit Tobi geschnackt habe, Gott, Alter, schick eine Tabakschatzkiste los. Aber ich wollte das Ganze nicht so groß machen, wie das damals Ralf gemacht hat. Weil das ging, auch wenn er es in dem Video nie wirklich erwähnt hat, aber über Nachfragen, ich habe da so ein bisschen was auch von Tobi erfahren, mehr drunter und drüber. Und es ist sinnvoller, das Ganze kleiner zu organisieren, weil beispielsweise die Probenkiste, die damals Yogi rumgeschickt hatte, da war ich dann auch dabei, was ich echt total geil fand. Selbst da gab es arge Probleme und also ein bisschen Stress wegen Verschickung, pipapo und naja. Ich habe mir halt überlegt, ich mache es so wie Tobi selbst. Der hatte, glaube ich, damals 8 Leute mir inklusive und das ging absolut reibungslos, weil jeder jeden mehr oder minder kannte oder zumindest auf YouTube schon mal so eine Erfahrung machen konnte. Der macht auch Videos, der kommt sympathisch rüber und ich mache es im Prinzip genauso. Ich habe jetzt im Vorfeld über die letzten anderthalb, vielleicht 2 Wochen mit so ein paar Leuten aus unserer Community geschnackt und ja, will heißen, da ist schon ein kleiner, aber fester Stamm zusammengekommen. Das heißt, mir inklusive oder mit mir inklusive sind wir 10 Leute. Das ist überschaubar, aber es ist so, dass die Box nicht versumpfen sollte. Und ja, will heißen, ab nächsten Dienstag geht eine Tabakschatzkiste auf Reisen. Was für euch dabei interessant ist oder interessant sein könnte, das sind 3 Dinge. Das eine ist, ihr findet die Videos, wenn alles klappt. Ich hatte es gerade noch mal bei uns in unsere neue WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass wir die Videos alle Tabak-Schatzkiste 2020 benennen. Das heißt, es macht es für euch relativ einfach, die zu finden. Weil ich jetzt nicht jedes einzelne Video alle paar Tage hier unter diesem Video verlinken möchte, gebe ich euch kurz bekannt, wer alles teilnimmt und auch die Reihenfolge. So alles klappt. Ich meine, es kann immer mal ein bisschen was schiefgehen. Aber dann habt ihr eine grobe Reihenfolge, was dann das zweite wäre. Und zwar schicke ich, Entschuldigung, die Kiste am Dienstag zu Angelo. Dann geht es weiter zu Hani. Dann zu Alex, also Igelpie. Zu Thomas. Dann zu Kai. Zu Olli. Zu Tobi. Zu Jürgen. Und dann zu Christian. Und Christian schickt dann zu guter Letzt die Kiste wieder zu mir. Ich denke mal, wenn wir so rechnen, grob 2 Leute pro Woche, würde das bedeuten, wir haben ungefähr 2, 4, 6, 8, 10, also so ungefähr 5 Wochen Videomaterial. Wichtig ist mir dabei, dass in dem Video kurz gesagt wird, was nehme ich raus, was packe ich rein. Ich hatte es in der Gruppe schon beschrieben, das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber deswegen sage ich es hier auch nochmal. Jeder kann sich von jeder Probe nehmen, so viel wie er möchte. Wenn sie alle ist, ist er alle. Bis auf bei einer Ausnahme, da komme ich gleich dazu, zumindest was mich betrifft. Ansonsten muss das bitte jeder in seinem Video selbst deklarieren.
Für mich ist wichtig, es ist schön, wenn ich von meinen Tabaken am Ende nichts wieder bekomme, nicht weil mir die nicht schmecken, sondern Sinn des Ganzen für mich ist ja auch mal Tabak loszuwerden. Natürlich wird am Ende wieder was kommen, da freue ich mich drauf. Ich hoffe auch so ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne, weil das Witzige an der Geschichte ist, wir sind ja alles Leute, die schon, oder überwiegend, die schon länger Pfeife rauchen. Das heißt, da jemanden zu überraschen, ist ein bisschen schwer. Trotzdem hat noch nicht jeder von uns jeden HU oder da einen Tabak geraucht, wie auch, sind ja nicht so wenig. Und auch das ein oder andere besondere Stück ist hier mit drin. Falls jemand neben der Probe sagt, so, ich möchte gerne den ganzen Tabak entnehmen, bitte entsprechend wieder was einlagern, was reinpacken, was passt. Ich denke mal, keiner wird irgend so einen, und ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, billigen oder preislich leichter zu erwerbenden Tabak von Firmen reinpacken oder von Namen, die da zum Beispiel Danske Club oder ehemals Planta. Ich will nicht sagen, das ist ein schlechter Tabaker, nicht alle, reinpacken, aber damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt. So, genau, ich denke, das ist soweit gesagt. Falls es da noch Klärungsbedarf gibt, Leute, über die WhatsApp-Gruppe, kein Problem. Wir schicken uns da gegenseitig Adressen zu. Ist also auch ein sehr geschützter Bereich. Und was euch jetzt wahrscheinlich noch am meisten interessiert ist, welche Tabake schmeiße ich rein? Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang überlegt, ob ich überhaupt bekannt gebe, was ich reinschmeiße, weil so ist es vielleicht für Angelo ganz interessant. Aber ich habe mir gedacht, naja gut, ein paar Sachen wird er definitiv davon schon kennen und die anderen natürlich auch, aber vielleicht der eine oder andere noch nicht. Und ich habe anderthalb besondere Sachen dabei. So, also, was haben wir hier? First of all, wir haben hier ein Peter Heinrichs Nummer 3. Ich habe hier nochmal draufgeschrieben, um was es sich handelt, und zwar Honig und Karamell. Ich mag diesen Tabak unheimlich gerne, der ist super lecker, da ist noch ziemlich viel drin. Ich rauche nicht so viel Aromaten. Und gerade deswegen, weil ich nicht so viel rauche, fände ich es schade, wenn der irgendwann dann lascher schmeckt. Und so kann der eine oder andere vielleicht mal probieren. Dann schon mal von mir vorgestellt, von HU. Hier ist es, der Genit Moment. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht mit diesem leicht kaffeeartigen Aroma. Probier den mal aus. Also auch für jemanden, der eher der Natur nahe ist, er riecht stärker als er schmeckt. Probiert es mal aus. Ansonsten guckt bei mir kurz das Video. Und hier ist genug noch drin für einige Proben. Petersen und Sorensen. Den habe ich mal aufgemacht, habe den mal probiert. Den Tabak habe ich schon ziemlich lange. Ich weiß nicht mehr, wonach er schmeckt. Ist aber in einer sehr guten Verfassung. Wie gesagt, es sind auch nur die Ränder so ein bisschen angerostet. Immer so dieser Knackpunkt. Riecht richtig lecker. Ich habe einen ähnlichen Tabak schon mal gehabt. Der war jetzt auch nicht schlecht. Ich weiß, ich habe den probiert. Ich fand den okay. Aber ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, nach wonach er geschmeckt hat. Aber ja, das müsste allerdings dann, ja, das ist ein Blunder-Tabak. Aber wie gesagt, die naturnahen Burschen kann man nicht meckern. Also ich zumindest nicht. Dann, ich glaube, schon vorgestellte Classic One von Bentley. Die Dose ist nahezu noch voll. Dann den 22er Tulla Cream House von Falcom. Den meisten ist er bekannt, aber es ist mal ein schönes Äquivalent zum Larsen 32. Ihr könnt hier die Scheibchen erkennen. Ich will es jetzt nicht rausnehmen. Ich habe ein paar Scheibchen genommen. Nicht sehr viel. Ist ein lecker Tabak, macht man nichts falsch. Aber falls der ein oder andere von euch einfach mal probieren möchte, ist der wirklich so wie der Larsen oder ist da ein bisschen was anderes, habt ihr die Möglichkeit. Dann von DTM, den Blue Canary. Wunderbarer Aromat, rauche ich, wenn ich Bock drauf habe, den unheimlich gerne. Das war Apfel, Zimt und Schlag mich tot. Ich weiß nicht mehr, wonach Schlag mich tot schmeckt, aber allein das Aroma ist was für Aromatenfans. Also hier vorneweg, Leute, die Aromaten nicht mögen, sollten davon die Finger lassen. Dann ganz speziell für Kai, ist ein Spaß, den Falcom Black Tabak und zwar Latakia. Ich sollte es nicht vorlesen, ich sollte es aus eigenem machen. Der ist noch komplett geschlossen. Von mir aus kann sich den einer so rausnehmen, ist mir ziemlich latte, kann aber auch, könnt ihr euch aufteilen. Dann müsst ihr die nur noch mal, glaube ich, ein bisschen anders verpacken, nochmal in einem Ziplock, aber weil der noch original verschlossen ist und ich habe davon zwei, also einen angefangen und ich für mich feststellen musste, der ist mir zu viel Latakia. Also ich habe auch Latakia schon pur geraucht, aber das ist mir dann einfach zu hardcore. Möchte ich den gerne weitergeben in gute Hände und eine schöne Pfeife. Dann der Sunset von HU.
Hat mich persönlich nicht so begeistert, ist auch noch reichlich drin. Vielleicht schmeckt es einem von euch. Dann etwas vielleicht langweiligeres, Stanwell Melange, der ist ganz okay. Aber von den, ja, ich sag mal so eher normalen Durchschnittstabaken habe ich genug. Da muss ich den jetzt nicht haben, aber so kann mal einer probieren. Dann habe ich eine recht volle Dose Tjordens Gold Virginia Slices. Der ist schon ein paar Jahre älter. Lasst euch bitte von der Dose hier nicht irritieren. Ich habe vor ein paar Tagen erst wieder davon geraucht. Der ist in einem völlig einwandfreien Zustand. Die Dosen sind halt scheiße. Also nach einer Zeit korrigieren die. Der Tabak ist vollmundig, der ist lecker, süffig. Probiert es aus. Probiert es einfach aus. So, die Highlights kommen zum Schluss. Dann der Fauen Jubiläumstabak. Kann man auch sehen, ne? Ja, Jubiläumsedition. Ist ganz nice. Habe ich mir erst vor 2 Monaten, ja, hier steht es ja, vor 2 Monaten gekauft. Ist noch gut was drin. Also ich glaube etwa die Hälfte. Ja, etwa die Hälfte. Raucht sich recht gut weg, muss ich sagen. Aber zum Probieren. So, jetzt kommen wir zu den 2,5 Highlights. Ein halbes Highlight. Ich packe meinen Rest Barbados Plantation. Renés Lieblingsaromat aus den Staaten mit bei. Es ist nicht mehr super viel drin. Aber es reicht noch für ein paar Bröbchen für jemanden, der Aromaten sehr gerne mag. Einfach mal zu probieren. Vielleicht kann ich noch 2, 3 Leute damit glücklich machen. Er riecht geil. Er riecht einfach geil. Aber wie gesagt, es ist mal eine Möglichkeit, vielleicht an den Ami zu kommen oder den zu probieren, den man vorher noch nicht hatte. Bleiben wir im Ausland, kehren wir noch ein bisschen näher zurück. Ich habe hier noch einen von. Oh, leck mich am Arsch, ich kriege die Dose nicht auf. Von Rally Gruff, die sehr innig geliebten Tabak. Der ist schon nicht schlecht. Ist nahezu noch voll. Ich glaube, ich habe da 2 oder 3 Füllungen ausgeraucht und möchte ihn gerne teilen. Und zwar handelt es sich um den Roman Peter Zigeuner. Also ich denke, was wahrscheinlich kaum von euch einer geraucht hat. Ich hoffe es zumindest, dass es eine kleine Überraschung ist. Und das Letzte, und da weiß ich, einige werden sich die Finger danach lecken, und das ist der Tabak, wo ich eine Bitte habe. Jeder, der den probieren möchte, nur eine Probe, weil so hat die Chance, jeder diesen Tabak zu probieren. Ich selbst packe die Dose original verpackt ein. Das heißt, ich habe ihn noch nicht probiert, einfach aus dem Grund, ich weiß, der ist mir zu stark. Aber ich weiß, es gibt hier Leute, die den echt gerne mögen. Bei denen möchte ich auch bitten, dass ihr euch vielleicht nichts nehmt oder vielleicht nur eine kleine Probe, dass alle Neuen, die nach mir kommen, die Chance haben, den zu rauchen. Wie gesagt, noch original zu. Wo ist das Cover von Cornell und Deal? Den Haunted Bookshop. Burley der Vollfettstufe. Ich kann zu dem Zustand jetzt auch nicht so viel sagen, weil den hatte ich mir 2017 bestellt. Und dann auch direkt eingelagert. Also der müsste eigentlich in Ordnung sein. Nur wie gesagt, guckt, dass jeder was kriegt. Das wäre mein Anliegen. Zumindest für die Leute, die Bock drauf haben und einfach mal kosten wollen. Gut, damit hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Tabake. Ich denke, das sollte reichen, um erstmal den Karton hier zu füllen. Nicht wundern, ist ein bisschen komischer Karton, aber ich hatte jetzt nichts anderes in einigermaßen passender Größe. Sollte der Karton aufgrund von irgendwelchen Proben nicht reichen, muss halt ein neuer her. Ja, genau. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Zumindest bediene ich Latakia. Ich bediene generell die englische Richtung. Ich bediene Aromaten. Ich bediene Naturna. Ich habe ein bisschen was Ausländisches drin, so ein paar kleine Spezialitäten. 2,5. Und auch ein bisschen was Einheimisches. Jo. Genau. In diesem Sinne, das Video schon wieder viel zu lang, aber gab viel zu erklären, viel zu erzählen. Geht es am Dienstag auf Reisen und schaut einfach mal bei Angelo rein. Er wird das erste Video dazu machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende noch und wir sehen uns in Bälde, spätestens wenn das Päckchen wieder bei mir ist.